Willkommen zu meinem Card-Opening-Video zum neuesten Hearthstone-Adventure Mean Street of Gatotan. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, um euch sagenhafte 9 Booster-Packs zu zeigen. Und in diesem Expansion-Pack geht es scheinbar darum, dass es 3 unterschiedliche Fraktionen gibt. Und diese 3 unterschiedlichen Fraktionen sind ganz passend zu jeweils 3 der insgesamt 9 Klassen angepasst und die haben so ihre unterschiedlichen Arten, wie man sie spielen kann. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, bei mir ist die Luft zu Hearthstone extremst raus. Ich habe das Ganze in erster Linie eh schon nur damals wegen den Tavern Brawls gespielt und die sind über die letzten Wochen, wenn nicht sogar Monate, extremst enttäuschend gewesen. Entweder immer genau das Gleiche oder stets Wiederholungen und man hat bei Hearthstone auch gleichzeitig ein Spiel, das zwar schon immer Pay-to-Win war, aber es ist halt dann doch mittlerweile sehr, sehr offensichtlich, dass selbst mit den angeblichen Bemühungen, es besser zu machen, dass es nicht besser wird. Aber gut, beginnen wir mit den Öffnen der Booster-Packs und wir machen erstmal die simplen und gucken schnell. Oh, eine epische Karte, huhu, das ist doch gar nicht mal uninteressant, auch wenn wir ganz ehrlich sind. Von den Standard-Kartenset ist jetzt nicht mehr allzu viel dabei, mit Ausnahme von legendären Karten vielleicht, die man ernsthaft noch gebrauchen kann. Ja, hier ist dann auch wieder so ein Standard-Pack. Golden Common, nett, aber halt in den meisten Fällen, zumindest ich persönlich, brauche überhaupt keine goldenen Karten, denn man will eigentlich nur goldene Karten haben, wenn man ein komplettes Deck so füllen kann oder ein gewisser Karten nur davon füllen, die auch einem wirklich mehr auf einmal geben können. Bash, okay, Evil Heckler, ja, Wrathguard, okay, aber wer spielt Totem Decks? Okay, und damit kommen wir jetzt hier zum eigentlichen Waren. Mal gucken, ob wir in diesen neuen Boostern irgendwas Interessantes bekommen. Und ich möchte hervorheben, dass ich so überhaupt keine Ahnung habe. Ich habe zwar schon so ein paar Karten gesehen, aber ich habe keine Ahnung, was insgesamt alles in diesem neuen Expansion Pack an Karten hinzugekommen sind. Dementsprechend gucken wir uns das Ganze einfach mal gemeinsam an. Wir haben den Hausen Healer 2,6 für 4. Battlecry Restore a Minion to Full Health. Ist gar nicht mal so uninteressant. Wo man natürlich sagen muss, es sind 8 an Stats. Das ist also 4,4. Das wäre Durchschnitt. Relativ viel HP heißt, er könnte theoretisch mehr überleben. Aber im Endeffekt hat man diese Karte auch nur wegen diesem Effekt. Und das ist auch wieder die Frage, wie häufig würde man tatsächlich auf diesen Effekt zurückgreifen wollen, beziehungsweise welche Karten würde man von seinen 30 raustun wollen, um eine bzw. 2 davon reinzutun. Also netter Effekt, aber nicht einer, wo ich sagen würde, der muss unbedingt in mein Deck reinkommen. Dann haben wir den Grime Street Smuggler und da sehen wir dann auch hier schon das Gang-Symbol. Und ist ein bisschen schade, dass das Gang-Symbol nicht so hundertprozentig sagt, für wen das ist. Ich gehe mal davon aus, dass es Warrior, Hunter und Paladin sein soll, anhand der Farben. Und, ach, steht ja auch hier unten drunter. Hunter, Paladin, Warrior. Wo auch die Frage ist, ob wirklich nur die 3 Klassen das Ganze spielen können. Wenn man zum Beispiel hier sieht, die Karten haben beide den gleichen Rücken von der Farbe her, also Common, haben aber hier Hunter, Paladin, Warrior anstatt All Class zu stehen. Also ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich der Fall sein soll. Das ist halt einer dieser Gang-Klassen. Und auf jeden Fall 2,4 für 3, was der Durchschnitt ist mit dem Battlecry. Give a random minion in your hand, +1/+1. Und das ist von dieser Gang so der Witz. Immer irgendwelche Karten, die einem zufällig +1/+1 oder ähnliches geben können. Dann haben wir Freezing Potion für keine Mana-Kosten. Für Mage Freeze an Enemy. Warum auch immer man so eine Karte ernsthaft in sein Deck tun möchte. Denn es gibt Alternativen, die Gegner halt einfrieren können. Und ich glaube nicht, dass sich das ernsthaft lohnt. Dann haben wir den Grogfu Master, 3,5 für 5 und Wind Fury. Ich meine, wenn man hingeht und sagt, hey, der kann zweimal pro Runde angreifen, dann wäre es halt eine 6,5 für 5, aber das ist halt auch nicht so 100% die Wahrheit. Denn würde er gegen jemanden kämpfen, der, sagen wir mal, 5, 6 als Stats hat, würde er logischerweise trotzdem weiterhin verlieren. Und dann für den Priester Pincise Potion, give all enemy minions -3 attack this turn. Das ist gar nicht mal so eine falsche Karte. Denn es ist schon ein Unterschied, ob man selber mehr Schaden anrichten kann oder der Gegner austeilen kann. Einfach weil, selbst wenn man sagt, hey, wir haben jetzt 8 Attack statt 5, kann man den Gegner zwar vielleicht umnieten, aber wenn der Gegner trotzdem halt genug Angriff hat, um einen auch zu zerstören, ist es unfein. So, als nächstes ist hier irgendwas. Nope, auch wieder ein Standard-Pack mit dem Street Trickster 07
für 3 und Spell Damage plus 1 ist auch noch ein Dämone dazu. Diese Karten sind meistens Schrott. Einfach weil die sich selber nicht wehren können oder zumindest ein bisschen was austeilen können. Und Spell Damage plus 1 macht einfach meistens nicht den Unterschied. Also das ist so eine Karte, wenn man sie bekommt, okay, vielleicht kann man in der Situation das irgendwie nutzen, aber ehrlich gesagt ist es nicht eine Karte, die man häufig sieht. 3, 8 für 6? Das sind also 11 insgesamt. Das ist also unter dem Durchschnitt. Und dann hat er noch Taunt, Ancient of the Blossoms. Ne. Also, ich meine, selbst für den Bereich kriegt man bessere Karten, die Taunt und ähnliches bieten. Also, ne, denke ich nicht, dass es eine gute Karte ist. Der Friendly Bartender. 2, 3 für 2, das ist guter Durchschnitt. At the end of your turn, restore one health to your hero. Schrott. Lohnt sich wirklich nicht, wegen einer HP diese Karte hinzuzufügen. Da gibt es Alternativen, wo man bei Weitem mehr heilen kann und die Karte selbst auch noch mehr tut. Potion of Madness für den Priester. Gain control of an enemy minion with 2 or less attack until end of turn. Dafür haben wir Karten, die das eigentlich könnten. Also entweder sind diese Karten oder werden diese Karten rausrotiert, die das konnten. Aber das ist auch eine Karte, die man eigentlich nicht in sein Deck tun möchte. Denn wie gesagt, es gibt Karten, also speziell auch Minions, die sich selber wehren können und diesen Effekt haben. Dementsprechend hinzugehen wegen... Also dafür würde ich keine meiner 30 Karten, die ich im Deck hätte, raustun, muss ganz ehrlich zugeben. Und Getaway Kodo, ein Secret für den Paladin. When a friendly minion dies, return it to your hand. Das ist natürlich durchaus interessant. Denn so kann man, wenn man es sehen möchte, seinen Minion nochmal retten. Aber ganz ehrlich, so umwerfend wirkt das jetzt zumindest auch wiederum nicht. So. 2 Rares. Wir haben wieder den Ancient of Blossoms. Wir haben den Cryomancer. Und zwar 5-5 für 5 durchschnittliche Stats. Und Battlecry Game plus 2 plus 2 if an enemy is frozen. Ja. Wenn man sich vielleicht darauf wirklich spezialisiert, dann geht das vielleicht in Ordnung, aber ansonsten ist das nicht beeindruckend. Den Crystal Weaver. 5-4 für 4 ist also über dem Durchschnitt, aber halt 5 Attack ist nicht unbedingt so angenehm. Hätte ich lieber 5 HP. Und Battlecry Give Your Demons plus 1 plus 1. Das ist gar nicht mal falsch. Auch wenn es hier vielleicht gar nicht mal so interessant wäre, mehr hervorzuheben, welche Dämonen damit gemeint sind. Ich gehe mal davon aus, dass das für diejenigen sind, die bereits im Spiel sind. Und ich weiß nicht, ob die Karte es so viel bringen würde, wenn man sagen würde, hey, wir spielen in der ersten Runde einen Dämonen, in der zweiten Runde einen Dämonen, in der dritten Runde einen Dämonen und dann den Crystal Weaver in der vierten. Vielleicht würde man plus 3 bekommen, aber ich weiß nicht, ob jeder wirklich, oder ganz speziell Warlocks, so wirklich konstant Dämonen spielen. Rare Nummer 1 ist Jade Claws. Für den Schamane 2-2 für 2. Battlecry Summon a Jade Golem. Und das ist auch eine dieser Gang-Ideen. Und zwar die Jade Golems. Dass die scheinbar immer, wenn sie beschwört werden, stärker werden. Ah ja, each Jade Golem is plus 1 bigger than the last. Und da ist natürlich der Witz, dass man dann wirklich Decks aufbaut, die sich nur auf diese Jade Golems konzentrieren, die immer wieder neue spawnen können, damit die immer stärker und stärker werden. Ich habe schon so ein bisschen miterleben dürfen, wie das funktionieren könnte. Und das war schon leicht unangenehm. Und All Classes Second Rate Bruiser. 4-5 for 5, das ist unterm Durchschnitt. Mit Taunt und cost 2 less if your opponent has at least 3 minions. Das ist interessant, aber meines Erachtens nicht gut. Denn die Karte ist, wie gesagt, von den Stats her schlecht. Hätte man wenigstens gesagt, hey, der ist ein 4-6 mit Taunt. Dann hätte man wenigstens sagen können, hey, okay, der ist genau passend, hat aber halt mehr HP. Und dementsprechend mit Taunt kann er vielleicht was aushalten. Aber das Problem ist, dass das halt nicht wirklich eine Möglichkeit ist, aufholen zu können. Wenn der Gegner bereits 3 Minions hat, dann ist zwar nett, einen Taunt im Weg zu stellen, damit er vielleicht ein bisschen langsamer gemacht wird, aber ich habe nicht das Gefühl, dass diese Karte ernsthaft sagen könnte, hey, hiermit kann ich vielleicht mal wieder aufholen. Also auch hier meines Erachtens nicht so beeindruckend. So, als nächstes Rare und 2 Rares erneut. Wir haben den Crystal Weaver erneut, wir haben den Smuggler's Crate und zwar ist es für den Hunter, give a random beast in your hand plus 2 plus 2. Auch hier wieder so eine Karte, wenn man sie irgendwie extra bekommen kann, okay. Aber ich weiß nicht, ob es sich so sehr lohnt, dafür eine seiner 30 Karten rauszutun. Dann für den Paladin haben wir 1-1 für 2, den Grime Street Outfitter.
Give all minions in your hand +1/+1. Das ist doch gar nicht mal uninteressant. Wirklich ganz vielen auf einmal zu geben, nicht irgendwelche zufälligen Karten, sondern gleich allen. Dadurch, dass man meistens dann doch mehr als einen Minion auf der Hand hat, ist es meines Erachtens gar nicht mal so uninteressant. Obwohl man natürlich auch wieder sagen muss, gibt es auf der 2, also für die 2-Mana-Bereich, nicht vielleicht Karten, die es mehr bringen würden. Dann haben wir den Ally Armorsmith. 2-7 für 5, das sind 9, das ist unterm Durchschnitt. Und der hat den Effekt Taunt, okay. Und whenever this minion deals damage, gain that much armor. Das ist sogar machbar, würde ich sagen. Und da sieht man auch schon wieder, dass Blizzard weiterhin versucht, Taunt-Minions hervorzuheben, ohne sie zu stark zu machen. Aber gerade halt der Warrior hat sehr viele Karten, die Taunts beschwören, Taunts buffen könnten. Und das ist auf jeden Fall eine weitere Karte. Die geht meines Erachtens sogar in Ordnung. Und wir haben den Grime Street Protector und der ist meines Erachtens sehr, sehr cool. 6-6 für 7 mit Taunt und dem Battlecry Give Adjacent Minions Divine Shield. Das ist meines Erachtens interessant, denn er hat selber noch Taunt, das heißt, also, er steht trotzdem weiterhin vorne, aber mit interessantem Placement könnte man hier durchaus gefährliche Minions mit Divine Shield ausstatten. Also, vielleicht von den Kosten nicht ideal, aber der Effekt, der dazu ausgeführt wird, ist richtig interessant. Okay, hier wieder Standard-Pack. Wir haben Call in the Finishers. Summon 4-1-1 Murlocs. Ich meine, ja, der Schamane hat theoretisch die Möglichkeit, so ein bisschen auf Murlocs zu gehen, aber das ist halt so ein bisschen uninteressant. Ich meine, es gibt legendäre Karten, die theoretisch diese Karte einen mehr oder weniger so geben können. Und dass die jetzt so als Standalone rausgebracht wird, nee, dann noch. Hosen Healer hatten wir. Shaky Zip Gunner. 3-3 für 3 mit dem Death Rattle. Give a random minion in your hand +2/+2. Auch hier ist halt wieder das Problem. Die Karte selbst ist Durchschnitt und der Effekt könnte halt interessant sein. Klar, wenn man sagt, sagen wir mal wirklich einfach an dieser Karte orientiert, wenn die auf einmal auf 5-5 für 3 hochgeht, ist es gar nicht mal falsch. Aber wenn du daneben eine Karte hast, die 1 Mana kostet und dann auf einmal halt 3-3 für 1 kostet, das ist nicht wirklich interessant. Also das ist mir halt zu riskant, zu zufällig, um ernsthaft sagen zu können, dass sich diese Karte lohnt. Den Grimscale Chum. 2-1 für 1 und give a random Murloc in your hand. +1/+1. Und das ist dann auch schon wieder so interessant. Sie versuchen nicht wirklich zu sagen, oh ja, der Schamane ist jetzt der, der den Murloc bekommt, sondern sie versuchen es auf mehrere aufzubauen, was nicht unbedingt falsch ist. Aber es ist halt so, you know, man, nicht jeder hat so wirklich viele Murloc-Karten, wo man sagen könnte, oh ja, der Schamane, der hat jetzt die Möglichkeit, ein Deck aufzubauen mit 30 Murlocs oder ähnlich. Und eher so der Fall, okay, ich habe 5 Murloc-Karten, die ich vielleicht irgendwie in den Deck einbauen kann, die auch gescheit sind. Und von diesen 5, 6, die man vielleicht hat, dann zu sagen, ey, ich habe die andere rein zufällig in der Hand und kriegt dir jetzt den Bonus dafür, der dann auch nur 1-1 ist, no. Also mich persönlich haut das Ganze nicht um, aber Murlocs sind schon relativ ätzend, wenn man sich darauf konzentriert. Also vielleicht unterschätze ich die Karte auch nur und wieder den Ally Armorsmith. Okay. Dann haben wir wieder ein Durchschnittspack. Grimstead Smuggler hatten wir. Wir haben den Cabal Talon Priest. 3-4 für 3 über dem Durchschnitt. Mit dem Battlecry Give a Friendly Minion +3 Health. Hatten wir nicht so eine Karte, die schon so ähnlich war? Ja, wir hatten die. Und zwar war das mit einem Death Rattle, wo das dann zufällig auf jemanden gegeben wird. Hier können wir jetzt aktiv selber bestimmen. Karte ist gar nicht mal so falsch. Gerade weil es immer noch so Divine Spirit und Inner Fire Kombinationen gibt, kann man hier theoretisch nochmal so einen weiteren Buff einbauen. Ob es sich wirklich lohnt, ist eine andere Sache, aber ich denke, die Karte geht so erstmal in Ordnung. Blast Crystal Potion. Warlock Spell für 4 Mana. Destroy a Minion and one of your Mana Crystals. Das ist natürlich durchaus interessant. Der Warlock ist sehr darauf fokussiert, dass er gelegentlich mal einen Mana-Crystal verliert. Aber die Karte ist gar nicht mal so falsch, muss ich ganz ehrlich zugeben. Denn im Endeffekt einen Mana-Crystal zu verlieren und dafür die Möglichkeit zu bekommen, einen kompletten Minion zu zerstören, geht meines Erachtens sogar in Ordnung. Den Kabal, ja, ist wieder Kabal, genau. Lecky, 2-1 für 1 mit Battlecry, the next secret you play this turn costs 0. Das ist meines Erachtens gar nicht mal doof.
Das kann eigentlich eine sehr interessante Dynamik bringen. Jedoch muss man fragen, wann würde man den Kabal ernsthaft spielen? Denn wenn man wirklich sagt, hey, Runde 1, ich spiele das, was für ein Secret würde man dann spielen wollen, das dann vielleicht in der zweiten Runde schon reagieren kann? Denn gerade halt zu sagen, hey, ich kann mit vom Gegner den Minion kopieren, lohnt meines Erachtens nicht, aber weil 2-Mana-Kreaturen meistens zu schwach sind. Also auf den ersten Blick sehe ich jetzt keine Karte, die ernsthaft da aushelfen würde. Zumindest wenn man sagt, man spielt es auf Kurve basierend. Aber wenn man sagt, hey, zum Ende hin, man hat 10 Mana, man hat 9 verbraucht, hat aber halt oder braucht ein spezielles Secret, dann kann man sagen, hey, ich kann den noch spielen, habe alle meine 10 verbraucht, habe aber die Möglichkeit, theoretisch noch diese 3 extra zu spielen, um das Secret auch noch spielen zu können. Also, bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber vielleicht gibt es da tatsächlich Möglichkeiten. Und zu guter Letzt haben wir den Kabal Crystal Runner. Für 6 unterm Durchschnitt. Cost 2 less, was dann halt 5 für 4 wäre. For each secret you have played this. Oh! Das ist natürlich wiederum interessant. Könnte man wirklich gleich hier mit dieser Kombination ansehen. Man darf nicht vergessen, wenn man 2 von denen hätte, hätte man 2 gespielt. Das heißt, sie würde automatisch 4 weniger kosten. Also die interessante Kombination ist hier gegeben oder allgemein halt sich auf Secrets zu konzentrieren. Doch das könnte durchaus interessant sein, wenn man wirklich gleich von Anfang an sagen würde, man würde als Zweiter rangehen, man hätte sagen wir mal wirklich diese beiden Lackeys, 2 Secrets und diese Karte. Das wäre meines Erachtens interessant. Man könnte spielen, Coin, spielen oder sagen wir mal spielen, Secret, Coin. Wieder diese Karte spielen, wieder Secret, dann würde man schon auf 4 kommen und dann in der nächsten Runde, was ja dann für 2 Mana wäre, dann könnte man gleich sie hinterher spielen und hätte einen sehr starken Minion. Logischerweise, das würde nicht immer passieren, aber die Idee finde ich interessant. So, werden wir vielleicht hier irgendwie noch mit der Secret-Karte belohnt oder werden wir tatsächlich hier mit 0815 Karten nur bis zum Ende ausgestattet? Eine epische Karte, eine Rare-Karte, okay. Smuggler's Crate. Jade Spirit. Und zwar für den Druide, Rogue und Schamane. Und hier geht es wieder darum, einen weiteren Jade Golem zu bekommen. 2, 3 für 4, das extremst kacke von den Stats ist. Und meines Erachtens auch insgesamt zu teuer ist. Ich hätte 2, 3 für 3 in Ordnung gefunden. Und den Battlecry Summon a Jade Golem. Ja, das ist eine Möglichkeit, einen weiteren Jade Golem zu bekommen. Und da ist zum Beispiel auch die Frage, wie das ablaufen würde, wenn man das kombiniert. Wenn man sagt, hey, man kann den Battlecry zweimal auslösen. Kriegt man dann wirklich 2 Jade Golems, sagen wir mal 1-1 und 2-2? Oder kriegt man dann so gesehen 2 mit der jeweiligen gleichen Stufe? Also das müsste man theoretisch mal testen. Wieder Blast Crystal Potion heißt das Ganze. Und dann die Rare-Karte ist der Doppelgangster. 2-2 für 5. Und den Battlecry Summon 2 Copies of this Minion. Was bedeuten würde, das wäre theoretisch ein 6-6 für 5, was es wieder besser machen würde. Jedoch ist die Wahrheit eine andere. Mein interessant wäre vielleicht, wenn man wirklich sagt, hey, man kann diesen Battlecry doppelt ausnutzen. Dann hätte man 4 von denen. Das wäre dann wiederum auch interessant. Aber das Problem ist, es ist halt einfach kein 6-6 für 5. Es sind 3, 2-2 für 5. Und das hat dann halt einfach nicht die gleiche Power, ne? Das lohnt sich meines Erachtens so überhaupt nicht. Und Epic ist Pilfered Power für den Druide. Ein Spell für 3 Mana und gain an empty Mana Crystal for each friendly Minion. Das ist meines Erachtens sehr, sehr cool. So kann man sehr viele Mana Crystals bekommen und extrem viel Tempo bekommen. Man muss halt nur viele Minions auf dem Feld haben. Was sogar für Ag-Druids möglich wäre, ne? Das wäre gar nicht mal so eine interessante Karte. Es wird hier irgendwie nicht besser. Wir haben den Grogfu Master. Wir haben den Abyssal Enforcer. 6-6 für 7. Eine Warlock-Karte mit Battlecry. Deal 3 Damage to all other characters. Okay, also egal was es ist. Egal ob Dämone, egal ob Held oder Minion. Jeder kriegt 3 Schaden. Ja, ist eine Möglichkeit, Board Clear hinzulegen. Aber das ist auch wieder so eine Catch-Up-Karte, wo ich mir nicht sicher bin, ob es ernsthaft lohnenswert ist. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Auch hier wieder Karten, die wir schon hatten. Und Stolen Goods, Warrior Spell für 2 Mana und give a random taunt Minion in your hand plus 3 plus Lee. Also hier sieht man, das ist zum Beispiel schon gar nicht mal falsch, denn wenn man so ein bisschen
Taunt geht, aber es nicht übertreibt, dann kann man hier schon einen relativ starken Buff bekommen. Aber das ist halt wieder die Sache, man will schon so ein gewisses Theme in seinem Deck haben und dementsprechend zu sagen, wir gehen auf Taunt-heavy Buffs und Taunt-Karten allgemein, aber halt nicht so sehr, damit nicht zufällige Taunt-Karten dann halt gebufft werden. Also auch hier wieder, wenn man, keine Ahnung, vielleicht unterschätze ich diese plus 3 plus 3 vom Effekt her, dass man sagt, hey, selbst die schwache Karte mit plus 3 plus 3 kann gut dastehen, aber genau, man möchte dann doch vielleicht selber eher sagen, hey, ich möchte selber bestimmen und nicht aufs Glück angewiesen sein. Okay, letzte Karte. Und natürlich, dadurch, dass ich einfach zu wenige Packs habe, ist einfach die Chance zu klein gewesen, ernsthaft auch eine legendäre Karte zu bekommen. Mark of the Lotus, give your minions plus one. Durchaus interessant, auch meines Erachtens hier wieder eine sehr starke Karte für Eggdruids, die sehr viele Minions spawnen und versuchen sie so zu buffen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut hier. Der Toxic Sewer Ooze, 4-3-4-3 und Battlecry, remove one durability from your opponent's weapon. Und eine Karte haben wir eigentlich schon, nur in Schwächer und als Pirat verkleidet. Und die Karte wird bereits nicht gespielt. Warum man jetzt uns eine zweite Variante davon gibt, weiß ich nicht. Aber here she is, it is. Crystal Weaver, Graham Street Smuggler. Also dafür, dass angeblich 120 neue Karten hinzugefügt worden sind, kriegt man nicht den Eindruck, dass es der Fall wäre. Und Hidden Cage, Hunter Rare Spell Secret. Für 2 Mana. After your opponent plays a minion, give a random minion in your hand +2/+2. Auch hier durchaus interessant, einfach weil man einfach den Bonus bekommt, dadurch, dass der Gegner das Spiel spielt. Geht es in Ordnung, aber auch hier wieder zufällig. Da kann also eine gute Karte gebufft werden, die man gerade braucht, und dann eine Karte, die halt schon nicht mehr für einen interessant ist oder noch nicht interessant ist. Also, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich nicht so hundertprozentig von diesen neuen Karten angetan bin. Zumindest von denen, die wir hier miterleben durften. Und ich würde sagen, wir gehen mal ganz bewusst hier hin. Gucken uns einfach mal die schnelle Übersicht an. Logischerweise, ich werde jetzt nicht durch jede Karte gehen. Aber gerade sowas wie die legendären Karten können wir uns ja ruhig mal angucken. Gerade Kuhn, The Forgotten King, ist durchaus interessant. 7-7 für 10, das ist nicht ideal. Aber choose one, gain 10 Armor or refresh your Mana Crystals. Gerade Refresh der Mana Crystals macht das wirklich interessant, wenn man wirklich sagt, jetzt lass mir wieder alle Karten machen, dass man hingeht und zum Beispiel Aviana spielt für 9, dann hat man noch theoretisch einen über, dann spielt man ganz bewusst The Forgotten King, bekommt wieder 10 voll und dadurch, dass man mit Aviana alles nur noch für 1 Kosten spielen kann, kann man auf einmal richtig viel weiterspielen, in anderen Worten 10 weitere Minions in der Theorie und könnte so natürlich extremst zulegen. Und ich habe da schon halt so ein paar Kombinationen sehen dürfen, die durchaus übel sind. Einfach weil man sagt, hey, wir haben dadurch die Möglichkeiten. Jetzt lass mich mal kurz gucken, ob ich die Karte auch finden darf. Ist eine legendäre. Hier, Maligos, genau. Dass man sagt, hey, wir spielen die Karte zweimal mit Hilfe von Cloning. Und dann auf einmal hat man plus 10 Schaden. Und der Gegner geht dann auf einmal super duper schnell drauf. So, dann gucken wir mal, kann man hier schnell irgendwie sehen, was denn die anderen Epic Cards wären? Draw 2 Cards, Minions drawn cost 2 less, wow. Ich meine, man zieht nicht immer unbedingt Minions, aber das ist trotzdem mal gar nicht so uninteressant als Karte. Dann haben wir beim Hunter, Alicat, 1-1 für 1 mit Summon 1-1 Cat. Interessant. 2-2 für 3. Epische Karte Red Pack. Death Rattle Summon. Number of 1-1 Reds equal to this Minion's Attack. Ich meine, ja, wenn man schafft, den auf 7 zu bringen, kann man so sein Board füllen. Aber warum sollte man das, you know? Warum sollte man sich darauf konzentrieren? Bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wie, hat der keine legendäre? Doch, hier ist er. Knuckles, 3-7 für 5. After this attacks a minion, it also hits the enemy hero. Ich meine, ja, er hält viel aus und wenn man ihn bufft, in der Theorie, aber man darf ja nicht vergessen, 3-7, also 10 für 5 ist Durchschnitt. Also man müsste den theoretisch buffen. Also
auch hier bin ich nicht wirklich angetan. Wenn man die zufällig bekommt, ja, vielleicht kann man daraus seinen Nutzen ziehen. Aber sonst eigentlich eher weniger. Dann haben wir den Magier Epic Manic Soulcaster 3-4 für 3 Battlecry. Choose a friendly minion. Shuffle a copy into your deck. Gar nicht mal interessant. Aber ich weiß nicht, ob es so simpel oder so sicher ist. Greater Arcane Missiles. Shoot 3 Missiles at random enemies that deal 3 damage each. Das wären 9 Schaden für 7. Das ist nicht umwerfend. Aber vielleicht in gewissen Situationen gar nicht mal falsch. Inkmaster Solia 5-5 für 7 mit dem Battlecry. If your deck has no duplicates, the next spell you cast this turn costs 0. Ich meine, das kann eine interessante Kombination sein. Die Frage ist halt nur, ob man wirklich halt... Ich meine, man hat nicht so viele... Ich meine, Magier schon hat viele Spells. Aber wie viel Nutzen kann man daraus ernsthaft ziehen? Und die Frage ist auch, wenn man den Battlecry zweimal einsetzen darf, ob man dann die nächsten 2 Spells tatsächlich spielen darf. I don't know. Dann haben wir beim Paladin Mean Street Marshal 1-2 für 1. If this minion has 2 or more attack, draw a card. Uninteressant, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, ja, die Möglichkeit, ihn zu buffen, ist gegeben. Aber dann müsste man tatsächlich das Ganze ein bisschen krumm spielen. Denn ihn müsste man theoretisch vor ihm spielen. Und das ist auf natürliche Art und Weise nicht unbedingt gegeben. Wicker Flame Burn Bristle ist die legendäre Karte. 2-2 für 3, schlechte Stats. Divine Shit und Taunt, okay. Und Damage dealt by this minion also heals your hero. Vollkommen interessante Karte meines Erachtens. Ja, klar, er hat Divine Shit, heißt also, hält einen Angriff aus und hat Taunt. Man muss also ihn irgendwie angreifen. Aber der Effekt selber ist so uninteressant, weil man ihn ernsthaft erstmal buffen müsste. Und sich darauf speziell zu konzentrieren, ist meines Erachtens zu viel Aufwand. Draw 3 One-Cost Minions from your deck. Ich meine, ja, wenn man halt unbedingt sagt, hey, ich muss halt... Also, nee, also mich persönlich spricht das gerade hier so überhaupt nicht an. Also ich meine, da gibt es bessere. Ich meine, klar, zum Beispiel hier, wenn man das in Kombination hat, Smuggler's Run, Graham Street Outfitter. Damit kann man theoretisch schon was machen. So ist es nicht. Und auch hier, at the end of your turn, give all minions in your hand +1/+1. Also der zum Beispiel ist gar nicht mal so interessant, auch wenn die Sets nicht perfekt sind. Also man sieht schon, man kann theoretisch seine Minions durchaus buffen. Aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, sich darauf zu 100% zu spezialisieren. I don't know. Mana Geode. Ja, das hatte ich schon ein bisschen gesehen gehabt. 2-3 für 2 gute Stats. Und whenever this minion is healed, summon a 2-2 Crystal. Meines Erachtens gar nicht mal falsch, aber ich weiß nicht, wie sehr es sich ernsthaft darauf lohnt, zu konzentrieren. Weil logischerweise ab einem gewissen Punkt man sehr schnell zerstört werden kann. Und das konstante Hochheilen vielleicht in Kombination okay geht, aber halt in den meisten Fällen dann doch eher weniger. Die legendäre Karte Rada the Chained. 5-5 für 5, okay. Und der Battlecry, if your deck has no duplicates, your hero power cost 0 this game. Damn. Damn. Das ist meines Erachtens gar nicht mal uninteressant. Denn es steht dabei your hero power. Das heißt also, selbst wenn man die hero power auf attack wechselt, müsste das eigentlich kostenlos bleiben. Was interessant ist. Und dann haben wir hier noch Dragonfire Potion, deal 5 damage to all minions except dragons. Hat Priester mittlerweile überhaupt genug Drachen, um sowas ernsthaft umzusetzen? Denn ich sehe hier einen weiteren. If you're holding a dragon, discover a card in your opponent's deck. Okay, sweet, aber halt, you know, bin mir noch nicht sicher, ob sich das ernsthaft lohnt. Rogue, Counterfeit Coin, ernsthaft, das kostet rare. Wow, gain one mark this turn. Nett, aber halt, nicht so hundertprozentig sicher. So, hier haben wir jetzt hier die ganzen Jade Golems. Deal 2 Damage Combo, Summon a Jade Golem, Summon a Jade Golem. Give your stealth minion +2/+2. Whenever this attacks and kills a minion, gain stealth. Interessant, so eine Karte hatte ich mir auch mal durchdacht gehabt, aber genau, you know, diese Karten müssen dann schon so ein bisschen hochgeheilt werden und gebabysittet werden, um sowas ernsthaft konstant aufrechtzuerhalten. Und da ist dann die Frage, lohnt es sich ernsthaft, Minions konstant in Stealth zu halten? I don't know. Shaku the Collector. 2-3 für 3, nicht perfekt, aber Stealth und whenever this attacks, add a random card to your hand from your opponent's class. Zu schwach, meines Erachtens, um ernsthaft Effekt daraus zu ziehen.
Und dann haben wir Lucky Doo, Buccaneer 5-5-4-6, ist ein Pirat mit dem Battlecry. If your weapon has at least 3 attack, gain +4/+4. Ich meine, der Rogue hat theoretisch standardmäßig Waffen, die mehr als 3 Attack haben oder leicht dann auf 3 Attack kommen können. Und das macht diese Karte schon leicht bösartig, ne? 9-9-4-6. Aber ich weiß nicht, wie häufig man das ernsthaft erreichen kann. Also ich kann mir gut vorstellen, dass eine Karte ist, die sehr, sehr übel ist. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eine Karte, die zu situationsbedingt ist, um sie ernsthaft spielen zu können. Schamane mit Finders Keepers. Discover a card with Overload und Overload +1 dazu nochmal. Ich mag Overload nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es gibt zwar Kombinationen, die ermöglichen, einem damit was anzufangen, aber ich bin persönlich kein Fan davon. Lotus Illusionist, 3-5-4-4 und after this minion attacks the hero, transform it into a random 6-cost minion. Okay, also in anderen Worten, vierte Runde gespielt, hoffen, dass er das überlebt, was mit 3-5 theoretisch möglich ist, und dann muss ich ihn schaffen, in der fünften Runde den Gegner angreifen zu können. Und ganz speziell den gegnerischen Held anzugreifen, ins, aufs Gesicht zu gehen. Und dann habe ich die Möglichkeit, einen 6-Cost-Hero zu bekommen. Was meines Erachtens nicht wirklich beeindruckend ist. Einfach weil gerade 6-Cost-Minion meistens die Minions sind, die interessante Effekte haben. Das heißt also, man bekommt eher ein 5-5-4-6. Was in dem Fall halt genau 2 Attack nochmal plus ist, wenn man Glück hat. Auch noch 5 HP weiterhin hat, aber halt mehr dann auch wiederum nicht. Also, nee, vielleicht gibt es da Karten, die ich jetzt einfach nicht im Blick habe, die das Ganze interessant machen. Aber insgesamt glaube ich, dass es nicht interessanter ist. So, der Blue-Eyed, White, whatever the fuck. White Eyes auf jeden Fall. 5-5-5 mit Taunt und Death Rattle. Shuffle the Storm Guardian into your deck. Whatever the fuck the Storm Guardian ist. Aber man kann ihn so ins Deck bekommen. Da wäre es schön, dass man hier einfach eine weitere Karte sehen könnte, wo man sagen könnte, hey, flip, und dann weiß ich, was für eine Karte dahinter steckt. Denn so, ohne jetzt ernsthaft im Internet nachzugucken, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Ist The Storm Guardian eine starke Karte? Ist es ein Spell? I don't know. Es steht nicht mal dabei. Shuffle the Minion The Storm Guardian into your deck. Shuffle the Spell The Storm Guardian into your deck. Wäre schon mal so ein bisschen hilfreich und ideal wäre meines Erachtens, wenn das von Anfang an hervorgehoben wird. Oh, das ist eine Common-Karte. Summon a Jade Golem, give it Taunt. Okay. Der Warlock. Den Unlicensed Apothecary. 5-5-3, das ist gut. Das Statsline, whenever you summon a minion, deal 5 damage to your hero. What the fuck? No. Das lohnt sich so überhaupt nicht. Also das ist eine Karte, die man eigentlich spielt, hofft, sie zu zerstören und irgendwas anderes logischerweise mitzunehmen, bevor man wirklich einen Minion wieder spielt. Denn 5 Damage ist zwar von 30 HP, die man hat, nicht unendlich, aber schon knackig, meines Erachtens. Der Kabal Trafficker. 6-6-4-6, okay. At the end of your turn, add a random demon to your hand. Das, meines Erachtens, ist gar nicht mehr falsch. Denn Demons sind immer noch sehr, sehr übersichtlich für den Warlock. Und auch allgemein eigentlich. Und da halt einfach die Möglichkeit zu bekommen, eine zufällige Karte zu bekommen, also nicht aus dem Deck extra ziehen und ähnlich, sondern einfach zufällige Extra-Minions zu bekommen, ist gar nicht falsch. 7-9-4-9 ist Cruelty Unshackled, die legendäre Karte, mit dem Battlecry, if your deck has no duplicate, summon all demons from your hand. Damn. Ich meine, für 9 Mana, wenn man das frühzeitiger spielen könnte, ist es bösartig. Ich meine, selbst glaube ich für 9 Mana, einfach dadurch, dass man die Masse spielen kann und abhängig davon, was für Dämonen man hat, könnte das schon durchaus fies sein. Also das stelle ich mir gar nicht mal so falsch vor. Okay. Und dann kommen wir jetzt hier noch zu dem Warrior. Legendäre Karte ist Hobart Grapplehammer. 2-2-2 mit dem Battlecry. Give all weapons in your hand and deck +1 attack. Es ist aktuell, glaube ich, immer noch nicht möglich, ernsthaft ein Weapon-Focused Warrior zu spielen. Und dementsprechend, diese Karte ist nicht beeindruckend. Hätte man noch gesagt, +1 Durability, dann wären wir, glaube ich, auf einer Seite, die durchaus interessant wäre. Aber sonst, ne. Sleep with the Fishes. Deal 3 Damage to all Damaged Minions. Meine gute Kombination mit Whirlwind oder Whirlwind-Effekten allgemein, aber, you know, gerade dadurch, dass Whirlwind auch seine eigenen Minions schaden kann, nicht so ideal. Brass Knuckles, after hero attacks, give a random minion in your hand +1/+1. Das ist gar nicht mal falsch, aber 2-3 für 4
ist ziemlich kacke. Und dann selbst mit dieser Karte, das ist 3-3 für 4. Ist zwar besser, aber nicht wirklich gut. Ja, dann haben wir hier den Alex Smith. Also, ich meine, wir gehen jetzt noch ganz schnell die Karten hier durch. Gucken uns auch hier noch schnell die epischen Karten an. Aber bisher bin ich ehrlich gesagt nicht angetan. 1-1 für 1 ist ein Beast, und zwar Weasel Tunneler. Death Rattle, shuffle this minion into your opponent's deck. Und? Vollkommen interessant. Jetzt hat der Gegner eine Karte mehr, die er spielen kann. Diese Karte müsste eigentlich bedeuten, wie soll man es am besten sagen, shuffle this minion into your opponent's deck and steal a card. Irgendwas, dass man wirklich sagt, hey, ich gebe dir die Karte und du gibst mir eine von deinen. Dass man wirklich sagt, hey, man könnte ihm vielleicht etwas klauen, was interessant wäre. So ist wirklich nur, hey, statt 30 Karten habe ich jetzt 31 Karten in meinem Deck. Yay, hey. Und so blöd es klingt, dieser Tunnel Wieseler dem Gegner zu geben, ist dumm. Einfach weil es wirklich Reaktionen gibt, gerade zum Beispiel Secrets, die man durch triggern kann. Und den Wieseler dann zu bekommen, ist nicht wirklich angenehm. Und das dann halt so zu spielen und Sachen so zu umgehen, ich denke, man bufft den Gegner damit nur. Klar könnte man auch wieder sagen, hey, ich brauche jetzt ganz speziell diese Karte, ich weiß, ich krieg sie jetzt, oh ne, ich krieg den Wieseler, weil der mir reingetan worden ist. Klar kann man damit Sachen zerstören, aber ich denke immer noch, dass das nicht wirklich interessant ist. Patrice the Pirate, 1-1 für 1 Pirat, mit Charge und after you play a Pirate, summon this minion from your deck. Wow. Wow. Wenn man wirklich hingeht und sagt, Pirate Deck? Obwohl, die Karte ist vollkommen interessant. Die Karte ist vollkommen interessant. Denn es gibt Piraten, die man für einen Mana spielen kann. Und dann zu sagen, hey, ich habe den 2-1 für 1 und jetzt den 1-1 für 1 nochmal oben drauf. Das sind dann halt 3 Schaden, die man anrichtet. Hey, also, meist auch nicht interessant. Dirty Red, 2-6 für 2, damn. Taunt und Battle Cry, your opponent summons a random minion from their hand. Okay, ja. Ich kann schon verstehen, warum man die Karte nicht spielen möchte. Schön, dass es aber epische Karte ist, damit die Leute erst gar nicht daran kommen müssen. Auction Master Beardo, 3-4 für 3, after you cast the spell, refresh your Hero Power. Interessant. Interessant, weil die meisten Hero Powers nicht so einen großen Unterschied machen. Ich meine, klar, wenn man sagt, hey, vielleicht in den Priester-Deck, wo man dann schon die Priester-Fähigkeiten kostenlos nutzen kann, dann vielleicht. Aber selbst dann ist es auch der Fall, das ist nicht ein Battle Cry, wo man sagt, hey, das ist ein aktiver Field-Effekt oder ähnliches, womit sie ja auch mal so ein bisschen rumgespielt haben. Das wäre interessant, wenn man sagt, hey, man spielt die Karte, das ist jetzt ein Field-Effekt, der dauerhaft oder für eine gewisse Zeit aktiv ist. Und man sagt, hey, man kann das jetzt immer und immer wieder nutzen, selbst wenn diese Karte nicht mehr da ist. Denn 3-4 für 3 hält zwar was aus, aber halt auch nicht wirklich insgesamt sehr, sehr lange. Blubber Baron, 1-1 für 3, schlechtes Stat. Nein, aber whenever you summon a Battlecry Minion while this is in your hand. Okay. Ja, ich meine, selbst wenn man auf Battlecry sich fokussiert, wie lange muss man darauf warten, um den ernsthaft einsetzen zu können? You know? Denn wenn man logisch geht, sagen wir mal wirklich, erste Runde Battlecry, zweite Runde Battlecry, dann wäre der theoretisch 3-3 für 3 und wäre okay spielbar, aber 3-3 für 3 ist uninteressant. Dementsprechend halt, wenn man sagt, I don't know, vielleicht tatsächlich. Erste Runde, Battlecry, Coin, Battlecry. Zweite Runde, dann hat man so die Möglichkeit, vielleicht auf 4-4 zu 3 zu kommen, was dann halt immerhin schon richtig gut wäre, aber halt, I don't know, ist mir zu wenig. Ist mir wirklich zu wenig. Fellorc Soulfire, Fiend, 3-7 für 3 und at the start of your turn, deal 2 damage to this minion. Okay, also im Endeffekt, dadurch, dass er ja eh nicht von Anfang an angreifen kann, ist er also ein 3-5 für 3. Ich meine, da sind wir noch in Ordnung, aber nicht beeindruckend. Sergeant Sally, 1-1 für 3 und Death Rattle deal damage equal to this minion's attack to all your enemy minions. Meine, ja, wenn man sagt, zum Beispiel in einem Paladin-Deck, wo man immer konstant diese Karten buffen kann, da könnte man schon sagen, hey, das ist vielleicht ein 3-3 oder ein 4-4. Also die Karte geht schon wiederum in Ordnung, lustigerweise. Wir haben hier wieder eine Genzo the Shark. 5-4 für 4. Und whenever this attacks, both players draw until they have 3 cards. Interessant. Denn ich meine vielleicht ja für aggressive Decks. Wenn man sagt, hey, ich habe so viele Karten schon gespielt, hier habe ich eine Möglichkeit, wieder eine zu bekommen, aber selbst dann, man muss mit dem erstmal angreifen. Und, you know, das passiert vielleicht nicht. Das passiert vielleicht so überhaupt nicht.
Kasakus, das ist der erste von diesen drei Liedern in diesem neuen Expansion Pack 3344. Und Battlecry, if your deck has no duplicates, create a custom spell. Die große Frage ist doch ganz klar, was ist dieser Custom Spell? Und ich denke, hier ist wirklich das ganz große Problem, dass das Spiel das anzeigen muss. Denn viele Leute gehen gerade eben nicht jetzt ganz speziell ins Internet und lesen das nach. Das ist das große Problem. Hier muss hervorgehoben werden, was es bedeutet. Vielleicht nicht so, nicht unbedingt alle Kombinationen zeigen, dass man sagt, hey, erst wählt man aus, wie viel HP, wie viel Mana kosten, was für der Effekt, sondern einfach nur erklärt, was bedeutet Custom Spell. Das reicht ja schon, dass man sagt, hey, du bestimmst die Mana-Kosten, den Effekt und was auch immer man sich sonst noch dabei gedacht hat. Aber einfach nur sagen, Custom Spell, das sagt mir so überhaupt nichts. Und dementsprechend als jemand, der gerade eben nicht sich die Sachen vorher angeguckt hat, das ist einfach zu wenig. Worgen Greaser, der wird so ein bisschen in dem Battle Launcher hervorgehoben. 6-3-4-4. Meine, ja, in der Hinsicht, dass halt er jemand ist, der sehr viel Schaden anrichten kann, nett, aber halt, ich persönlich bin lieber ein Fan, der das eher andersrum und einen Effekt hat, als so, muss ich ganz ehrlich zugeben. Berkeley Bully, 4-6-4-5, Durchschnitt. Whenever your opponent casts a spell, add a coin to your hand. Meines Erachtens gar nicht mal so interessant, gerade sowas wie Rogues. Aber ich weiß nicht, ob es sich ernsthaft lohnt. Finja the Flying Star, 2-4-4-5, unterm Durchschnitt ist ein Murloc, und zwar weit unterm Durchschnitt sogar. Stealth, whenever this attacks and kills a minion, summon two Murlocs from your deck. Ich denke, die Karte geht sogar in Ordnung, dadurch, dass Murlocs sich gegenseitig buffen. Wenn man dann noch die anderen Buffs hinzuzieht und allgemein halt Murlocs konstant auf dem Feld zu sehen hat, dann geht es meines Erachtens in Ordnung. Haben wir hier noch eine? Nope. Wie gesagt, ich will nicht alle durchgehen, aber ich will jetzt gerade die legendären und epischen mir noch angucken. 5-3-6, Battlecry and Death Rattle, Summon a Jade Golem. Das ist einer dieser Karten, die wirklich bösartig ist, denn ich hatte die Ehre in dem Tavern Brawl von letzter Woche, das wirklich einfach ist, hey, du kriegst einen zufälligen Stack und jeden Minion, den du spielst, hat auch noch einen zufälligen Spell-Effekt dahinter. Und ich hatte miterleben dürfen, wie jemand diese Karte noch drei weitere Male dupliziert hatte und in dein Sekt getan hatte. Und die hat er dann irgendwann alle gezogen und dadurch, dass sie zwei Jade Golems jedes Mal beschwört, diese Karte viermal noch zu erleben insgesamt, das bedeutet also 8 Jade Golems zu beschwören, das war leicht unangenehm. Und 5-3-6 ist, wie gesagt, nicht wirklich gut, aber der Effekt ist halt das, was man haben möchte. Wenn man wirklich sagt, hey, man kann vielleicht den Battlecry zweimal ausnutzen und den Death Rattle nochmal ausnutzen und vielleicht hat man die Möglichkeit, diese Karte tatsächlich zu duplizieren und dementsprechend diese Karte mehrmals als einmal zu spielen, das ist schon in der Theorie relativ bösartig. Defias Cleaner, 5-7-4-6 ist Durchschnitt. Battlecry, silence a minion with the Death Rattle. Uninteressant. Ist wirklich uninteressant. Die Stats sind okay, kann man theoretisch so spielen, aber halt nur zu sagen, oh, vielleicht hat der Gegner ja mal vielleicht eine Death Rattle Karte. Dementsprechend, nope. Also, sich dementsprechend diese Karte reinzutun, lohnt sich nicht. Oh, hey, Zaya als Ork. 4-4-6, der Fight Promoter. If you control a minion with 6 or more health, draw 2 cards. Interessant. Die Frage ist, wie lange kann man tatsächlich Minions auf dem Feld haben, die 6 HP haben? Genau. Dadurch, dass jeder Schaden halt da schon theoretisch dieses Ganze versaubeutern kann. Leatherclad Hawk Leader, 6-6-6 und Battlecry, if your opponent has 6 or more cards in hand, gain charge. Interessant für gewisse Decks, die ganz bewusst sehr viele Karten haben, sowas wie Handlock, aber halt, you know, wenn das Ganze gerade eben nicht so ist, ist es einfach nur eine Durchschnittskarte, also sehr, sehr situationsabhängig. Madame Goya, legendäre Karte, 4-3-6 und Battlecry, choose a friendly minion, swap it with a minion in your deck. Könnte man bestimmen, was für eine Karte man da austauschen würde? In einem gewissen Radius. Man muss ja nicht sagen, hey, ich will selber auswählen, um zu sagen, hey, ich nehme diesen 1-1 und mache daraus einen Ragnaros oder ähnlich. Das muss ja nicht mal sein, aber dass man sagt, hey, swap with a epic card oder irgendwas in der Hinsicht, you know? Dass man ein bisschen mehr Kontrolle hat. Denn zu sagen, hey, ich habe jetzt Ragnaros und 1-1 Murloc-Karte, no. Einzig interessant ist dann natürlich aber auch ebenfalls, dass diese Karte ausgetauscht wird. Das heißt, wenn man sagt, hey, man hat Ragnaros und der ist bei 8-1 oder was, so kann man die Karte theoretisch retten und später nochmal spielen. Also nicht unfähige Karte, aber halt
Dadurch, dass man vermutlich keine Kontrolle darüber hat, was für eine Karte man da reinwirft, kann das einen extremst aus dem Spiel rauswerfen. Wind Up Burglebot. 5-5 für 6, ein Mech mit Whenever This Attacks a Minion and Survives Draw a Card. Vermutlich nicht es wert, diese Karte ins Deck zu tun, dafür, dass sie schlichtweg zu schwach ist. Oh, Revion. Unser Drachenkollegenfreund hier. 4-5 für 6 mit Taunt und dem Battlecry. Draw cards until you draw one that isn't a dragon. Aha. Also in einem drachenfokussierten Deck könnte das natürlich sehr, sehr geil sein, wenn man so wirklich sagt, hey, die nächsten 6 Karten, hast du 5 davon, die erstmal Drachen sind, ziehst du 5 Drachen plus eine sechste, was auch immer es dann sein möge, und dann würde der Effekt enden. Also durchaus interessante Karte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Don Han Cho, 5-6 für 7, das ist der Leader von deren Gang. Und give a random minion in your hand plus 5 plus 5. Ja, wie gesagt, das ist 5 plus 5 ist ein starker Effekt, aber es ist halt wieder so eine Zufallssache. Was bedeutet, man muss halt schon eine gute Karte treffen. Wenn du dann halt dem 1-1 Murloc dann auf einmal halt zu einem 6-6 für 1 Murloc machst, hat zwar bessere Statline dann als der Kollege hier, aber halt wirklich interessant, sieht anders aus. Wenn man dann aber halt jemanden bekommt, sagen wir mal jetzt hier wirklich diese Statline und macht daraus ein 10-11 für 7, das ist natürlich schon beeindruckend. Und zu guter Letzt haben wir Major Noggenfogger. 5-4 für 9. Und all targets are chosen randomly. Why? Das wirkt so wie eine Total Biscuit Deckkarte. Der wirklich halt sagt, hey, ich habe diese eine Karte und ganz bewusst mache ich jetzt Milliarden von Spells rein. Und dann hoffe ich, dass ich bis zur 9. Runde überlebe, um das... Das ist eine Karte, die lustig klingt. Und dann realisiert man, dass man bis zur 9. Runde eigentlich nicht warten kann, um dann diesen Spaß einsetzen zu können. Einzig Interessante wäre, wenn man wirklich sagt, hey, man weiß, der Gegner hat selber sehr viele Spells. Dass man wirklich so vielleicht Sachen kaputt machen kann, wo man dann aber auch wieder vorheben muss, der Kollege hat 4 HP. Das heißt also, jemand, der 4 Mana kostet, könnte dieses Ding einfach umnieten. Also, diese Karte ist meines Erachtens nett, jedoch kostet sie zu viel und hält zu wenig dafür aus. Würde man da so ein bisschen dran arbeiten, wäre es meines Erachtens eine interessante Karte. So wird sie meines Erachtens einfach schlichtweg nie gespielt. Okay, wir haben es jetzt hier wirklich lange nochmal aufgehalten, aber ich denke, wir haben so ein bisschen einen Einblick bekommen, um was es hier geht, was man mit den jeweiligen Karten machen kann. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich sehe so weiterhin überhaupt keinen Grund, dieses Spiel zu spielen, dieses Spiel mit irgendwie Geld zu unterstützen, denn zum Beispiel... Es gibt ja weiterhin die Möglichkeit, jetzt im Shop hier hinzugehen, um the best value zu bekommen mit dem Welcome Pack. Ich hatte damals gesagt, hey, ich will mir das unbedingt holen, weil das meines Erachtens okay ist. Und es ist auch vom preislichen okay für 10 Packs und eine garantierte legendäre Karte für 5 Euro. Das geht in Ordnung. Aber selbst das kann ich mich einfach nicht durchringen, einfach weil meines Erachtens ich für dieses Spiel einfach kein Interesse mehr wirklich habe. Ich werde wirklich hier und da vielleicht nochmal einen Tavern Brawl zeigen, aber halt so ernsthaft darauf konzentrieren, ernsthaft hinzugehen und wirklich weitere Card Reviews zu machen. Vielleicht, wenn ich wirklich wieder reinkomme, aber selbst das kann ich mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, einfach so, wie das Spiel aktuell ist. Und ja, damit kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann.